Jetzt Bauer Call. Hallo Freunde, hier ist wieder euer Bauer Call. Und gibt's was Neues? Man kann sagen, nein. Okay, 1. April, aber macht euch keine Sorgen. Ich schicke euch nicht rein in April. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber der Frühling kommt. Bombenwetter. Wobei man mit diesem Wort ja äußerst vorsichtig sein muss. Heutzutage kannst du ja von Bombenstimmung und Bombenwetter nicht mehr reden, weil wir leben in einer Welt, wo wir uns gegenseitig nur noch Krisen machen. Und wenn's warm wird, nein, dann ist das nicht gut. Weil wenn es warm wird, dann versagen die Flugzeuge der Bundeswehr. Wir können uns in Zukunft militärisch nur noch auseinandersetzen, wenn es richtig schön kalt ist. Naja, daran ist man früher gescheitert, aber wir wollen das nicht sagen. Das kann alles nur falsch verstanden werden. Auch in Deutschland. Gut, dass es in der Türkei falsch verstanden wird, das verstehen wir natürlich. Deshalb müssen wir aufpassen, dass wir keine Witze machen. Ich habe übrigens einen Brief gekriegt von der türkischen Regierung. Bauer Call hat einen Brief gekriegt, ein Dankeschreiben. Ne? 30 Jahre Bauer Call und kein Witz über Erdogan oder wie er heißt. Ich kenne den ja noch früher von der ABM. Ich war mir mal mit einem Erdogan zusammen von der ABM, aber der hat er nicht bis zum Ende durchgehalten. Ja? Also freut euch über das Wetter, freut euch darüber, dass es Bombenstimmung gibt, aber kein Bomben. Ärger und lasst euch sonst von mir und die Welt nicht weiter beunruhigen. Und immer schön hau rin und pisch nicht in, es sei denn, du brauchst es für die Pflegestufe. Tschüss! Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.